So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hoch in die Halle, durch die wir reingekommen sind. Die Skelette hier töten, damit die uns nicht nerven. Und dann können wir hier durch dieses Tor, das war vorher zu, nämlich. Können wir durch. Einfach so. Und sind jetzt in den richtigen Katakomben. Und wir werden schon von einem weiteren Nekromanten begrüßt, der uns mit seiner Fackel beschießt. Seiner Schädellaterne. Aber den hier können wir ganz einfach wegschießen. So. Gut. Zweiter weg. Insgesamt gibt es 5 Stück. So. Und immer wenn wir einen töten, dann sterben auch die Skelette, beziehungsweise sie stehen nicht mehr um ihn herum auf. Au. Das war mies von euch. Gut. Jetzt müssen wir hier rein. Da unten sehen wir schon wieder eine Nebelwand. Hier oben steht ein Bogenschütze, den wir gekonnt ignorieren müssen. Au. So, weg mit dir. Und hier da unten ist ein Schädel explodiert. Lag ruhig zu. Ja, wenn sie wegspringen, dann mache ich noch mehr Schaden bei ihnen. So. Hier war nichts. Hier war, glaube ich, auch nirgendwo was. Außer du da. Stirb einfach. So. Es ist gut, dass man die Skelette einfach zerhauen kann. Dadurch sind sie ziemlich einfache Gegner. Aber man darf sie trotzdem nicht unterschätzen, weil sie A. Blutungsschaden machen und B. ziemlich flink sind. So wie der nächste da oben. Ja, der macht erstmal hier so eine Todesrolle. Und ich treffe ihn nicht. Ich stehe direkt dran vorbei. Ja, in manchen Fällen ist der Stich vom Claymore wohl doch nicht so passend. Ah, ja, kommt ruhig her. So. Hey, du lebst noch. Das finde ich aber gar nicht nett, dass du noch lebst. So, der Falkenschnabel. Eine einfache mittelalterliche Waffe. Kann ich ja mal kurz zeigen. Da ist übrigens auch das Kadekus-Schild. Jetzt noch ein Rundschild aus Lordwyn. Er ist mit einem blauen Kadekus, einem uralten Symbol, verziert. Lordwyns riesige Bäume stammen von den mächtigen Steinurbäumen ab. Dieses Schild hat deren Eigenschaft geerbt und das Holz reduziert Magieschaden beträchtlich. Ja, kann man kurz sehen. Der macht nämlich, naja, okay, 65 Magie und 65 Blitz, aber nur 85 physisch. So, und da ist der Falkenschnabel. Helebarde mit einem großen, stabilen, rabenähnlichen Fortsatz. Fügt Stoßschaden zu. Der Falkenschnabel wird nicht wie ein Speer gestoßen, sondern mit dem harten Schnabel gegen den Kopf des Feindes geschwungen. Also ja, der macht böse Aua. Es gibt, einige interessante und nette Sachen hier in den Katakomben zu finden. Der Rabenschnabel ist eine dieser Sachen. Was willst du? So, der Rabenschnabel ist eine dieser Sachen. Wir werden aber noch andere Sachen finden, die viel besser versteckt sind. So, aber erstmal schalten wir den Kumpel da aus. So. Hier ist nichts weiter gewesen. Hier sind überall diese creepy Statuen. Und da ist unser Bogenschütze. So, stirb einfach. Hier stand das andere Skelett, was da runtergesprungen ist. Eine Soldatenseele. Also sind wir jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen. Und hier ist noch einer für uns. So, da war einer für uns. Und ja, die Skelette hier geben auch ein bisschen Menschlichkeit, weil sie früher mal Menschen waren. So, wir sind hier oben am Ausgang angekommen. Und da drüben ist schon unser nächster Nekromant.
Der versteckt sich normalerweise weiter unten in einem Raum. Aber manchmal ist er so freundlich und kommt einfach hier hoch. Dann können wir ihn einfach von der Seite aus abknallen. Vor allem, weil er manchmal hier einfach rumsteht. Ich hatte es sogar einmal, dass er da runter geflogen ist. Und ich kann euch mal zeigen, wie helle Skelette sind. Boing. Tschüssli. Ja, mach einen Abflug, du Wurst. So, weg von den explodierenden Totenschädeln. Und ja, jetzt werden die Statuen auch ein bisschen gemeiner. Wie man nämlich sehen kann, diese Statue hier hat ein Gesicht. Und aus diesem Gesicht kommen Stacheln, wenn man zu nah rangeht. So wie jetzt. Machen nicht viel Schaden, aber wenn man sie den Rücken kriegt, können sie einen zum Straucheln bringen. Wow. Genau, mach den kaputt für mich. Und ich gebe ihm den Rest. So, noch einer weg. Die Statue da hat wieder ein Gesicht, da müssen wir aufpassen. So, weg mit dir. Und da hinten sehen wir einen Gegenstand. An dem wir... Ah, dann doch, an den kommen wir ran. Sammeln wir auf. Eine Kriegerseele. Ja, sehr schön. Dort drüben sehen wir einen Hebel, an dem wir noch nicht herankommen. Und wir sehen ein Leuchtfeuer. Ja, auf das Leuchtfeuer wird man hier an der Stelle aufmerksam gemacht. Aber erreichen tut man es von dieser Stelle aus nicht, sondern ein Stück weiter unten. Wo wir uns dann als nächstes hinbegeben werden. So. Hier geht es jetzt weiter. Nämlich durch diesen Raum hier wollen wir nach da unten kommen. Und von hier aus sieht man es schon. Diese eine Wand da sieht seltsam aus. Das ist nämlich die Wand, die zu dem Leuchtfeuer führt. Von hier aus sieht man das wirklich am besten. So, den Nekromanten hier haben wir getötet. Dann können wir uns hier auch mal in Ruhe umschauen. Dumm. Hier ist allerdings nicht wirklich was versteckt. Doch, da ist eigentlich was versteckt, aber erstmal will ich hier die Räumlichkeiten säubern vor den Untoten, den Skeletten, beziehungsweise nicht vor den Untoten, sondern vor den Toten. Ja, ich habe dich genau gehört. Hier aufpassen, der hier ist nämlich an der Statue gestorben. Das wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen die Toten wieder zur Ruhe schicken. Und hier ist die nächste Tür, die wir öffnen müssen. Vorher gehen wir aber mal in den Raum hier. Hier sind nämlich noch weitere Skelette, die unsere Liebe benötigen. So, damit wir sie zur Ruhe betten. So, hier zwischen den Statuen durch, an die nächste Kriegerseele. Weil die Statuen haben beide Gesichter. So, Tür. Tür ist okay. Dafür müssen wir hier weiter runter. Zusehen, wie ein weiteres Skelett sich in den Tod stürzt. Wobei es da theoretisch auch runter geht, aber da möchte ich noch nicht runter. Wir werden der den Katakomben... Kanalisation, da müssen wir auch noch mal hin. Natürlich, aber wir werden den Katakomben später auch noch mal einen Besuch abstatten. So. Gut. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt will ich aber erst kurz noch mal zurück und euch zeigen, was für Secrets hier so versteckt sind. Darauf kommt nämlich keine Sau manchmal. Wenn man es nicht wüsste oder durch Zufall drauf tritt. Und zwar, wie man sehen kann, hier sind zwei so komische Nischen. Und eigentlich ist in dem Raum nichts.
Wenn man sich aber die beiden Nischen so ansieht, sieht man hier, wusch. Wenn man leicht drauf tritt, sieht man schon eine Falltür. Kabong. So, und hier kommt man einfach in einen Raum, den man vorher sonst gar nicht entdeckt hätte. Aber in dem Raum hier ist nicht wirklich was, außer ein Haufen Speerfallen. Und zwei solche Kristallechsen. Aber wie gesagt, die will ich nicht töten. Au. Au, au. Sondern ich will einfach nur hierher zu ihr zurück. Hier hochklettern. So kommt man nämlich durch dieses Secret hier wieder zurück. So. Kann sich natürlich hier umgucken, aber wie gesagt, außer den Kristallechsen gab es hier nichts. Und landet wieder hier hinten. Also hier, wo ich euch das Leuchtfeuer gezeigt habe. Und ja, solche Rundgänge gibt es noch mindestens ein. Ne, zwei sogar. Und dann gibt es noch viel mehr Secrets zu finden, die ich euch zeigen werde. Dafür erst einmal wieder hier runter. Vorsichtig, dass man nicht runterfällt, obwohl hier geht es noch. Hier ist ja noch der Zwischenboden. Aber ab hier kann das Runterfallen ungemütlich sein. Auch wenn da unten... Ich bin vorbeigelaufen. Auch wenn da unten, wie man sehen kann, etwas ist. Da liegen... Ja, da liegt die Leiche von dem Skelett, glaube ich. Und da hinten drüben liegt noch eine grüne Scherbe. Ja, das weiß ich, dass da eine grüne Scherbe liegt. Aber dort wollen wir erst viel, viel später oder bei unserem nächsten Besuch in den Katakomben. Vorher will ich einfach mal hier lang. Hier kann man übrigens in eine Todesfalle stolpern. Denkt man jedenfalls. Aber dort drüben ist ein Vorsprung, auf den ich später dann springen werde. Sobald es soweit ist. So. Hier haben wir die nächste Brücke, die noch hochgespiked ist, und auf der anderen Seite die Nebelwand. Jupp. Den Schalter da haben wir schon von der anderen Seite aus gesehen. Und hier ist die besagte Geheimwand, von der ich vorhin gesprochen habe, die ganz gemein abgesichert ist und zu dem Leuchtfeuer hier führt, was ich allerdings jetzt mal unberührt lasse. Ich schlag nur hier hinten die Urnen mal weg. Ich mach etwas sauber, so. Sondern ich gehe jetzt einfach ganz grazil zurück. Räume mich hier vorbei. Und gehe die Leiter hoch zum Schalter. Und wenn ich den betätige, sieht man, klappt die Brücke um. So. Gut. Einfach geradeaus über die Brücke jetzt zur Nebelwand, und da unten sieht man schon wieder Skelettgegner. Ah, ich will mal gerade gucken, wie viele Pfeile habe ich. Ah, viele. Sehr gut. Durch die Nebelwand treten wir durch. Und sehen da drüben schon wieder den nächsten Nekromanten. Aber erstmal müssen wir seine beiden Kumpels hier loswerden. So, Nummer uno. Der da unten ist wahrscheinlich total am Durchdrehen. So. Und den da können wir jetzt theoretisch wegschießen. Ja, wir sehen ihn sogar. Einfach in den Kopf. Das macht Spaß. Die sind übrigens auch untot. Also es sind Hüllen, so wie wir es sind. Und sie geben Menschlichkeit. Juhu. So. Hier ist eine Nachricht auf dem Boden. Denn hier hinter ist ein Schatz.
dahinter ist auch ein Schatz, so gesehen. So. Du schießt nicht mehr auf uns.